Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Preview auf diesem Kanal vom 27. Spieltag mit der Partie Mainz gegen Leipzig. Ja, es ist wieder Abendspiel, denn wir sind ja mitten in der Woche und es ist englische Woche. Somit gibt es am Dienstag und Mittwoch Spieltag und es ist jetzt ein Spiel vom Mittwoch 20 Uhr. Und ja, von diesem Spiel kann man eigentlich schon ein bisschen was erwarten. Beide Mannschaften können schon was. Ich bin heute wieder allein, das heißt die Highlights nur. Und außerdem spiele ich mit der Auswärtsmannschaft, somit mit Leipzig, mit denen ich eigentlich nicht spielen kann. Ich hoffe mal, es wird langsam besser, denn es ist ja echt unfassbar. In der richtigen ersten Bundesliga ist Leipzig sehr, sehr stark. Haben wir jetzt am Wochenende wieder gegen Darmstadt 4-0 gewonnen. Und bei uns hier in der Liga sind sie letzter, deutlicher Abstand und werden voraussichtlich absteigen. Das ist halt der Unterschied zwischen Realität und Play, Let's Play. Ja, wir werden sehen, was passiert. Ausstellungen, wie es aussieht, kommen jetzt echt nicht mehr, denn der Mittelkreis war schon und da haben wir auch schon Anstoß. Mainz haben Anstoß und dann würde ich auch glatt mal sagen, viel Spaß beim Spiel. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es gefällt und abonniert noch den Kanal. Denn dann verpasst ihr nichts mehr. So, Mainz, wie gesagt, hat Anstoß und die machen hier auch gleich ein bisschen Druck schon. Jetzt kann es aber hier Leipzig klären und startet selber jetzt den Angriff. Oh, Keita, Tor! Nee, Abseits! Eieiei, das muss aber knapp gewesen sein. Das wäre in der fünften Minute das Tor gewesen. So, das gucken wir mal. Werner passt und das ist ganz knapp Keita im Abseits. Ja, ist komplett richtig. Ist leider so. 14. Minute, Cordoba hier. Cordoba. Und Gulaschi hält den Ball von Cordoba. Da hat sich Cordoba hier nochmal schön durchgesetzt. Nochmal Keita auch noch vorbeirutschen lassen. Und dann kann Gulaschi mit Compair, glaube ich, zusammen das klären. Aber Mainz macht weiter Druck. Sind hier klar dominierend und wir haben jetzt die 18. Minute frei und Gulaschi wieder. Das könnte hier eine wichtige Phase werden hier für Leipzig gerade, wenn Gulaschi weiterhält, denn dann ist vielleicht Mainz ein bisschen frustrierter und hat Probleme. 24. Minute. Flanke kommt rein, Kolber und wieder Gulaschi. Also Gulaschi hält hier Leipzig eindeutig im Spiel. Ohne ihn wäre hier Leipzig schon, ich denke mal, auf jeden Fall 2-0 Rückstand. Denn selber kommt da vorne nichts und ja. Kaiser an den Pfosten. Was war denn das für ein Gerät hier? Alter Walter. Er hat einfach mal abgezogen. So, Werner. Keita. Okay. Das war, glaube ich, einen halben Meter vorbei. Aber der Schuss von Kaiser vorher. Was für ein Ding an den Pfosten. Unfassbar. Aber konnten sie halt selber auch nicht nutzen. 35. Minute, Mainz kommt. Mali mit der Flanke. Mali. Clemens! Mit dem 1:0 hier. Wie schön hat er den denn reingemacht hier. Und das Stadion flippt aus. Hier kann man es nochmal sehen. Mali mit der Flanke. Und dann Clemens hier. Setzt sich gegen. Ja, gegen wen ist denn das hier eigentlich? Halstenberg, glaube ich, ne? Ja. Durch. Gulaschi ohne Chance. Und Clemens macht ihn schön rein. Und Leipzig liegt wieder in Rückstand. Es ist sein zweites Tor erst in dieser Saison. Aber kann ein wichtiges sein. Nachspielzeit. Mainz kommt nochmal. Frei. Cordoba. Und jetzt können sie es klären. Kaiser. Und jetzt ist Halbzeit. Also, wir haben ein sehr interessantes Spiel bisher gesehen, würde ich sagen, in der ersten Halbzeit. Wobei Mainz eigentlich die deutliche bessere Mannschaft ist und auch somit verdient führt gegen Leipzig. Leipzig hat in der Anfangsphase ein, zwei Chancen gehabt, den Kaiserschuss natürlich auch an den Pfosten. Aber er muss in der zweiten Halbzeit eindeutig mehr kommen und wird es vielleicht auch. Es gibt keine Wechsel zur Halbzeit. Und Leipzig hat es angestoßen. Ist natürlich ein bisschen die Frage, wie gehen sie mit diesem Rückstand um? Es ist ja ein Todeskreislauf dann, wenn man sowieso hinten im Abschiedskampf ist und dann dauernd zurücklegt.
Während wir hier die nächste Partie von Mainz sehen. Es geht auswärts gegen Freiburg. Ja, mal sehen halt, ne? So, ein nächster Angriff, Mali, aber der geht relativ deutlich am Tor vorbei. Hat es noch probiert in der 50. Minute. Aber da musste keiner wirklich eingreifen hier. Hätte anders getroffen, dann hätte Gulaschi Probleme bekommen. 53. Minute, oh, De Blasis. Was für ein geiler Trick. Und wir haben noch links oben die nächste Partie von Leipzig gesehen. Es geht gegen Leverkusen. Während wir hier zwei Wechsel noch sehen. De Blasis unfrei raus. Dafür gegen Barmin und Jairo rein. Und wir sehen auch den letzten Wechsel hier. In der 69. Minute schon. Córdoba raus, Muto rein. Das ist positionsgetreuer Wechsel. Mainz hat ja auch das Spiel bisher komplett im Griff, denn von Leipzig kommt ja noch weniger. Wir sehen hier allerdings erstmal einen Freistoß noch. Der wird getreten von. Na, wer wird sein? Keita ist es. Ja, mal sehen. Hat er einen guten Schuss, haben wir ja schon gesehen. Keita läuft an und. Jo, da musste Lösel mal hin und den halten. Hat er auch gemacht und somit bleibt es hier beim 1 zu 0. Ich denke mal, die Wiederholung kommt jetzt ja auch noch, da sehen wir es. Aber der Ball war. Ah, der wäre auf jeden Fall in die Latte gegangen. Also, 73. Minute, Mainz kommt wieder. Mainz und Jairo. Ne, Mutu war es. Mutu relativ knapp am Tor vorbei. Setzt sich da schön durch. Und das hätte auch das 2-0 sein können. 84. Minute. Leipzig kommt jetzt. Halzenberg, Forsberg und Lösel hält wieder. Mainz hatte in dieser kompletten Partie bisher 10 Schüsse aufs Tor, Leipzig nur 4 und da sieht man halt mal einen Unterschied. Mainz macht hier eindeutig das Spiel und führt ja auch verdient. Nur sie erhöhen es halt nicht und das ist die Frage, ob da noch was kommt. Wir sind nämlich in der Nachspielzeit des kompletten Spiels. 4 Minuten gibt es, in der dritten sind wir. Und da ist Mutu! Gerade eben noch gesagt. Kommt dann noch was und Muto macht hier das 2 zu 0. Das Spiel ist somit durch. Und Mainz gewinnt es hier. Leipzig ohne Chance und das haben sie natürlich wieder schön rausgespielt. Gulaschi ein Sekündchen zu spät und es wurde gleich bestraft. Und ja, das ist sein sechstes Tor schon. Obwohl er nicht so oft spielt, hatte ich hier schon 6 Tore geschossen, das ist auch nicht so schlecht. Ja, und dann müssen wir mal abwarten, was nächster Spieltag mit Leipzig ist. Ob sie sich doch noch irgendwie rauskämpfen können, denn es sind echt massig Punkte auf einem sicheren Platz. Und somit ist das Spiel hier auch durch. Mainz gewinnt hier 2-0. Leipzig ist immer weiter tiefer hinten drin im Abstiegskampf. Und es müsste eigentlich schon ein richtiges Wunder geschehen, wenn die noch die Klasse bei uns hier halten. Ja, wie läuft das Spiel in echt aus? Das ist natürlich auch wieder eine Frage. Während wir hier noch ein paar Mainzer Spieler sehen, die ein bisschen feiern. Ja, was kann man sagen? Leipzig stark, Mainz, naja. Ich würde mal sagen, Leipzig gewinnt es 2-1 in Mainz im realen Spiel. Ja, und wie gesagt, wenn es euch gefällt, könnt ihr gerne einen Daumen hoch lassen und den Kanal noch abonnieren. Denn wir können ja mal wieder ein bisschen wachsen, finde ich, die Community hier. Und dann könnt ihr auch gerne hier noch natürlich euren Tipp in den Kommentaren da lassen. Was denkt ihr, wie geht das Spiel aus? Schreibt es rein. Und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Spiel. Das wird die Partie Augsburg gegen Ingolstadt sein. Die kommt in dem nächsten Video vor. Und bis dahin sage ich ciao und bleibt sportlich.